Oh, der Michael ist schon da. Ich bin zu spät. Guten Morgen, Leute. Ja, das ist ja ein Ding, ne? Dass du mal eher hier bist als ich. Ich bin, oder ich habe nicht verschlafen, aber wir sind heute sehr, sehr früh, weil, was wir jetzt machen, wir fahren zu Jean-Pierre und erzähle, woher Jean-Pierre und ich uns eigentlich kennen. Ich weiß selber nicht, was wir uns erzählen werden, aber das werden wir gleich feststellen, weil wir jetzt direkt dahin fahren. Und ich bin jetzt mit dem Phaeton gekommen. Aber das wäre nicht ich, ne? Wenn wir mit dem Phaeton, also mit dem getunten Auto, zu Jean-Pierre fahren. Nee, weißt du, wo wir mit mir fahren? Michael, dreh dich mal um. Der Ralf schiebt den gerade schon raus. Aber wir fahren mit dem Opel zu Jean-Pierre. Um auch mal ganz klar zu sagen, Jean-Pierre wird ja mal gesagt, der mag Opel überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich kann das nicht bestätigen, seitdem ich den kenne. Ich habe schon so einige Opels gehabt. Wir sind oft mit welchen rumgefahren. Und immer wenn er hier ist, guckt er sich die Oldies auch an. Und deswegen fahren wir jetzt mit dem Oldie auch zu Jean-Pierre. Auf geht's. Wollte ich schon wieder die Kupplung treten. Wir haben hier ein Automatikmodell. Na, Startautomatik. Zweimal Gas geben, dann springt er nämlich auch direkt an. Das Auto sind wir schon auf der Straße gefahren und haben das auch schon verkauft. Der kriegt jetzt noch 4 neue Reifen und einen kompletten Service und dann geht er an den glücklichen Käufer. Das Auto fährt übrigens wunderbar. Hat auch erst 54.000 gelaufen. Ist auch wieder ein Automatikmodell, so wie unser Manta. Und das Ding ist schon von der Farbkombi allein geil, ne? Boah, ultra. Das Gute ist, wir haben noch einen Ascona. Er ist ein Ticken dunkler und hat eine braune Kunstleder-Innenausstattung. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, wenn ihr einen Oldtimer fahrt, Das ist ein ganz anderes Feeling als ein Auto von heute. Ihr nehmt dem Auto das nicht übel, dass er mal eine Ampel ausgeht. Wenn die Automatik ein bisschen zäher schaltet im kalten Zustand, das nehmt ihr dem Auto alles nicht übel. Würdest du sowas jeden Tag fahren, Micha? Jetzt ganz ehrlich. Ganz ehrlich? Würdest du sein? Du hättest Angst wegen Zuverlässigkeit, vermute ich. Ne? Ja, bin ich ehrlich. Das ist dieses absolute, meiner Meinung nach, Gerücht. Weil ein Oldtimer zum Beispiel, Micha, ist meiner Meinung nach zuverlässiger wie die Autos von heute. Wenn du jetzt mit dem Auto liegen bleibst, ich sage dir, mit einem kleinen knarren Kasten und einem Hammer repariere ich das Auto wieder. Ja, vielleicht. Du. Aber ich. Aber was soll kaputt gehen? Du musst dir vorstellen, hier ist kaum Elektronik drin, also wirklich kaum. Wir haben hier einen Zündverteiler, ich glaube, der hat sogar noch Kontakte. Nee, ich glaube, die haben schon kontaktlose Zündung. Aber hier ist nichts drin, was kaputt gehen kann. Also wirklich nicht. Hier verstopft vielleicht eine Vergaserdüse, das war's. Wir beginnen ja eigentlich um 10 Uhr. Das ist geil. Das sind so Reaktionen, hast du gesehen? Menschen freuen sich und hupen nicht an und zeigen den Daumen. Das ist, wenn wir jetzt in unserem Phaeton sitzen würden, der ist auch auffällig und sieht vielleicht auch anders aus wie ein anderer Phaeton. Jetzt muss ich erstmal das Gebläse anmachen. Aber dafür willst du auf jeden Fall keinen Daumen ernten. Also ich finde, die Leute freuen sich halt, ein bisschen Geschichte zu sehen. Ah, guck mal, was direkt im Schaufenster steht. Ah, das kickt da, oder? Mhm. 5-Zylinder Turbo. Provokant auf dem ersten Parkplatz parken wir direkt vor der Tür mit unserem Motor. Ja, dann wollen wir mal gucken, wann der Herr Krämer denn so kommt. Guten Morgen, Hase. Morgen. Ist ja immer dünner, du. Meinst du? Also, das ist jetzt schon krass. Noch so 5-6 Kilo, dann bin ich zufrieden. Nee, so ist okay. Echt? Ja. So ist schon echt gut. So ist, würde ich sagen, fast das dünnste. Obwohl, du warst schon einmal dünner, ne? Ja, 5 Kilo weniger hatte ich. Das war das Dünnste, was ich je hatte. Ich glaube, so ist schon... Oh, sorry. Guten Morgen! Guten Morgen! Um dir mal das Gerücht wegzunehmen, dass du nicht für Opel bist, also, weil das stimmt ja eigentlich gar nicht. Eigentlich stimmt's nicht. Also, ja, ab einem bestimmten Baujahr finde ich Opel halt echt schwierig. Aber jetzt die Zeit Opel ist für mich zum Beispiel voll cool. Ich setze mich hin, okay? Ja. Schieß los, weil der Marco, also ich weiß ja, dass der Marco kommt, also er hat mir gesagt, dass er auch heute kommt, also es ist nicht... Genau, wir haben, nein, wir haben, ich habe es ja gesagt, weil die Leute wollen ja immer wissen, woher wir uns kennen oder wie wir uns kennengelernt haben. Habe ich gerade noch in der Dusche drüber nachgedacht, der erste Moment, wo ich dich in meinem Leben gesehen habe, war, da saß ich mit Sidney in seinem Golf 2, Hellweg. In Körner Hellweg. Körner Hellweg auf der Höhe... wo es ganz kurz zweispurig wird, wo dann die Aral kommt, wenn man Richtung alte Firma bei dir fährt, ja. Da wo die Bahnhaltestation ist, da waren wir auf der linken Spur, du warst auf der rechten Spur. Wir haben uns kurz Hallo gesagt und dann hast du mit diesem silbernen Golf durchgeladen. Boah, mein silbernen grauen Golf? Mit diesem Turbo-Ding.
Da hast du noch gesagt, das war einer der wenigen Male, wo der gefahren ist. Das Problem ist, der ist umgebaut. Ja, ja, der war mit Geräusche. Zwei, drei Wochen gefahren und dann von der Polizei stillgelegt worden. Das war, also der, ja. ist nicht gefahren, weil er kaputt gegangen ist oder nicht mehr gefahren, sondern weil, war auch ein schwieriger Umbau damals. Also die erste Zeit keine Kohlen, aber Hauptsache ein Turbo einbauen. Ja, ja, Die Benzinpumpe noch an der Dobstrebe feststrapsen, das waren halt so Ideen, die man als 18-Jähriger hatte oder 19-Jähriger. Aber das war der Moment, wo ich das erste Mal gesehen habe. Und Marco war früher auf jeden Fall, das ist ja, wenn du jünger bist, ist ja, wenn einer 3 Jahre oder 4 Jahre älter ist als du, ist er ja, dann bist du ja alt, dann bist du ja voll erwachsen. Okay. Nee, wenn man jetzt ein Mädel, man fand ein Mädel früher in der Schule cool, du warst 16, die war 18, das sind 2 Jahre, was gar nichts ist. Wenn du Mädel kennst, du bist 30, sie ist 32, gleiches Alter. So, du warst einfach diese paar Jahre älter als ich, du warst so dieser Supertyp. Und du guckst so rüber und du warst dann damals so cool und gucktest grimmig. So, ne? Und ich guckte so rüber vom Beifahrersitz und dachte mir so, oh, das Ding hat, ne? Also, ja, das Ding hat. Und dann bist du halt losgeknallt. Sydney, war der Golf blau? Ja, das war der blaue Golf. Ich glaube, da haben wir, also ich damals noch das Fahrwerk eingebaut. Ich meine. Bei FT, bei FK. Bei FRT. FRT. FRT hieß das in Körne. Ja, ich weiß. Und dann waren wir noch in der, dann war ich ganz kurz in dieser Werkstatt am Hellweg, die dann zugemacht wurde, diese Scheune. Ja. Die so leicht nach oben ging. So leicht war gut, die so nach oben ging. Ja, ja. Da war ich noch. Da haben wir Fahrwerke mit dem Wagenheber eingebaut. Genau. Und da war das noch so, dass ich mich nicht getraut habe, da reinzugehen, weil alle waren älter. Da war der Lange. Ja. Und dann waren damals diese ganzen Jungs, der Lange, Enas, Degenhardt, das waren so diese Helden meiner Jugend. Aber du kannst dich nicht an mich erinnern, ne? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Wo ich dich das erste Mal wahrgenommen habe, wo ich so wirklich wahrgenommen habe, war... Das weiß ich gar nicht. Ich aber. Und zwar Mitte, Ende 2003. Und mit dem Porsche bin ich zu 9FF gefahren. Mit meinem ganz normalen 300 PS Carrera. Ja. Du wolltest Auspuff. Genau, wegen Auspuff. Ich wollte fragen, wie man das umbauen kann und hin und her. Und du warst am Telefonieren und ich habe gemerkt, du bist von Deutsch ins Englische umgesprungen und ich stand da, ich denke so, spricht der denn jetzt Deutsch oder spricht der jetzt Englisch, weißt du, mit mir. Und daran erinnere ich mich auch, da warst du mit Pascal. Mit Pascal da. Pascal hatte sich das Porsche Cabriolet gekauft und wir waren mit dem Tachostand nicht ganz sicher und der Jan hatte... Betriebsstundenzähler hat das überprüft und hat daran erkannt, dass das halt alles nicht so richtig passt. Hast du das nicht ausgelesen? Ich glaube ja. Ich habe das ausgelesen. Und da kamen wir ins Gespräch. Da bin ich mir ganz sicher, da haben wir drüber gesprochen. Da habe ich noch gefragt, warum du so viele Fremdsprachen kannst. Und da haben wir gesprochen. Und das war so das erste Mal, wo ich dich dann wieder wahrgenommen habe. Oder wo ich dich wahrgenommen habe. Ganz 100%. Und da warst du ja schon bei Porsche, ne? Da war Porsche schon vorbei. Da war ich dann bei 9FF. Ja, meine, ach ja, ist ja, genau. Genau. Da war ich dann bei 9FF, genau. Das war auch das erste Mal, wo wir uns wiedergesehen haben, das stimmt. Dazwischen ist ja eine ganze Weile, ich sag mal, zwischen Golf... Um Porsche sind ja doch 5 Jahre vergangen. Also meine Golfzeit war 98, 99. Und das war so die Golfzeit, die ich hatte. Ja, muss ja. Genau, da war ich 18. Nee, früher. Lass mich nicht lügen. Aber maximal 97. Ja, genau. Nee, 98 ist richtig. 98 genau. War Golfzeit. Das war kurz vor meiner Bundeswehrzeit, wo mein Golf dann stillgelegt wurde. Da war es dann vorbei mit meinem Golf. Da musste ich dann, zur Bundeswehrzeit bin ich mit dem Opel Kadett gefahren. Genau. Aber um das klarzustellen, also Marco war auf jeden Fall für mich der große Typ. Ist ja wirklich so gewesen. Weil du halt einfach dieser ältere Typ warst, so wie früher in der Schule, die in der Oberstufe waren. Das war ganz glasklar so. Diese 3 Jahre halt. Ne? Für mich war das zum Beispiel der Enas. Man muss, also die ganze Geschwindigkeit, dieser ganze Superspeed kam in die ganze Szene rein, wo die frei Programmierer und Steuergeräte gekommen sind. Davor waren die Autos einfach nach den Schaltvorgängen und dann ging das wieder los. Und man musste sich immer diese Phasen der harten Beschleunigung raussuchen. Jetzt mit frei Programmierer und Steuergeräten laufen die Dinger ja durch. Mit vollem Hass. Früher nicht. Aussetzer, dann hast du geschaltet, überfettete der kurz, weil du mit Benzindruck ja hoch musstest, um mehr Sprit in den Eimer zu kriegen. Und die Autos auch zu programmieren, richtig. Dann musstest du wieder zu so einem Typen hin. Das war alles nicht mehr so kurzfristig. Zwischen meine GTR-Zeiten, R33 GTR, dann habe ich rumexperimentiert mit anderen Einspritzdüsen, weil ich keinen gefunden habe, der es programmieren kann. Da wollte ich also quasi die Kennlinie des Steuergeräts beibehalten und einfach nur eine minimal größere Düse fahren. Alles gleich beibehalten. Eine minimal größere Düse fahren und dann mehr Ladedruck dazu machen, weil ich mir gedacht habe, er hat auch funktioniert, also es lief auch, dass ich mir gedacht habe, ist ja eigentlich wie Tuning dann.
alles geht prozentual hoch um 8-9% und mach einfach dann 15% mehr Ladung und los ist. Ja, die Zeit. Und. Das war auch so damals unser Anfang. Marco war halt immer in den 15er-Ding und ich war immer RB26, war immer in dem Skyline-Ding. Und wir haben uns damals, also nie böse. Es gab welche, die haben sich immer böse beackert, aber wir haben uns eigentlich immer geliebt. Wir haben nie uns irgendwie angekackt. Ich sag ja, wenn wir darauf hinkommen, wir haben uns bei 9F11, ach doch, bei 9F11 wiedergesehen. Mhm. Dann kurz aus den Augen fallen und dann weiß ich, habe ich bei euch für meinen Touran Felgen gekauft. Und da war dann, da war unsere, ich nenne es mal, auf jeden Fall. Und von dem Tag an, stimmt, war da auf jeden Fall Felgen gekauft für den Touran und habt ihr noch gesagt, boah, das Ding sieht richtig krass aus. Können wir mal Fotos machen von dem Familienbomber. Das Ding war so ein geiles Blau-Metallic. Der wäre heute noch geil. Der wäre heute noch geil. Dieses Auto. Und von dem Tag an, da ging es ja auch so los mit SMS und so mehr. Da war ja WhatsApp, gab es ja alles noch nicht. Nein. Mich erkennt nur WhatsApp. Nee, aber früher war es auch so, früher hat man sich nicht zu treffen, wo man sich mit Autojungs trifft, verabredet, sondern man hat gehofft. Man trifft sich. Man fährt auf dem Parkplatz. Wer ist da? Keiner ist da. Dann hat man es immer wieder gefahren, hat man von anderen gehört, ja, der kam noch. Oh, shit. Also es war nicht wie heute, dass jeder weiß, wo jeder ist. Das ist ja nicht so. Sondern man hat gewusst, wo man abhängt oder wo die Leute abhängen. Man ist hingefahren, hat gehofft, dass er noch da ist oder ob er vielleicht schon weg ist. Oder weil er schon weg ist. Vielleicht ist er schon zu Hause. Genau. Und ich weiß aber von dem Tag an, das war ja was, eine größere Doppelgarage nächstes Mal oder eine kleine Halle. Nennen wir es eine kleine Halle in Körne, war das, ne? Ja, die Berliner Straße. Ja, genau. Ja, genau. Ich kann die mich immer noch. Boah, krass. Das war auf jeden Fall. Und da kam ich dran hin, da hast du den 350Z schon. Mhm. Da war aber der Motor noch drin. Ganz am Anfang, ja. Ja, und da hast du mir erzählt, dass du daran gefummelt und getuned hast und dass das alles irgendwie an dem Motor nicht so. Nee. Die easy und programmieren alles. Ist da, ey, da sahen freiprogrammierte Steuergeräte noch aus wie Kühlschränke. Da hast du solche Blöcke da dran gemacht mit so einem kleinen Stecker in der Hoffnung, das hat irgendwie funktioniert. Genau, und dann kam die ganze Zeit, wie du sagst, Audi 15er, dann irgendwann bin ich mit meinem 5-Zylinder ja zu dir. Du hattest deine, ich habe früher mal Japan. Schleuder gesagt. Reiskocher. Ja. Und so haben wir uns dann wirklich gebettelt. Und ich werde es nicht vergessen. Ich habe Jean-Pierre mit meinem Audi 80, ich werde nicht vergessen. Jean-Pierre hatte ja früher schon schnelle Autos, dadurch, dass er bei Porsche war. Er kannte ja die ganz schnellen Autos und ich war voller Stolz mit meinem Audi 80 hingefahren. Noch nicht mit Freiprogrammierungssteuergerät, das war noch ohne Freiprogrammierungssteuergerät, also sprich mit der Seriensteuerung, so wie es gerade beschrieben hat. Was scheiße ist. Ja, auf jeden Fall. Das war auch so bei mir. Und ich habe ihn mitgenommen und ich war ja trotzdem stolz auf das Ding. Das war ja schnell, mein Audi 80 damals. Und ich nehme ihn mit und lade so durch und wie er schon sagt, die Übergänge waren nicht so geil. Dann hat er kurze Aussitzer gehabt und oben raus war er wie zugeschnürt. Und ich habe ihn genau analysiert, was mich störte. Genau. Und dann sagst du, Marco. Genau. Er hat einfach so gedacht, so, das ist geil, ne? Na, so. Und dann hat er so aufgezählt. Merkst du das nicht beim Schalten, dass da irgendwie, dass der so ein Loch hat, dass der viel zu groß Tubeloch hat? Und das liegt nicht an der Lader und so. Und ich denke so, Und er hat das ganze Auto komplett kritisiert. Und ich habe eigentlich gehofft, er sagt, boah, das drückt richtig krass, ich mache mir die Hose voll. Nee, er hat komplett... Aber ich hatte recht. Ja, auf jeden Fall hattest du recht. Und kurz danach haben wir ja umgebaut, also mit Andreas Nering noch, auf freiprogrammierbares Steuergerät. Und dann haben wir die ersten Programmierversuche und dann... Und dann haben wir... Weil Markus Englisch ist bekanntlicherweise das beste Englisch der Welt. Ja. Und dann kam er zu mir und dann haben wir ihm einen Lader konfiguriert. Und mit dem Lader, soweit ich weiß, bist du bis heute die schnellste Zeit noch gefahren mit dem... Nee, mit dem Audi 80, doch. Mit dem Audi 80, ja. Und der fährt heute noch. Ja. Und der Lader ist heute noch da drauf. Ehrlich? Also klar. Sie haben mittlerweile ein paar Rumpfgruppen durchgenudelt, aber, aber der Lader, die Konfiguration mit der Abgasseite, und damals war der GT40 94, den gab es hier in Deutschland, glaube ich, zu der Zeit noch gar nicht, das war 2008. Und da haben wir den Lader zum Beispiel konfiguriert und die Abgasseite weiß bis heute keiner, Flo nicht, keiner weiß genau, was das für eine Abgasseite ist. Und die Abgasseite wird immer wieder instand gesetzt und repariert. Aber auch, wir haben auch gesagt, weil das war so eine Seite, wo du das wild zusammenbauen konntest, da haben wir noch gesagt, boah, ist aber eine verdammt kleine Abgasseite. Kann das überhaupt funktionieren? Und eine relativ große Verdichterseite. Ja, 94 mm Verdichter zu einer 82er Abgasseite. Ohne Cutback, glaube ich, ohne alles. Das genau, die ist ja einflutig, also keine Twinscoll. Also ja. Das war, aber wir brauchten ja für den 15er halt irgendwas. Und das war halt, du hattest mit dem noch telefoniert und deswegen, mein Englisch, wenn ich mit dem gesprochen hätte, ich weiß doch, wo wir in Vegas waren. Die Jungs haben sich, er und Sidney haben sich totgelassen. Sagte, wir sind in der What Welt. Will you me give? Say you, what will you me give? Das will you me give. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Ja, er wollte ein Auto kaufen. Er wollte von mir wissen, was mein letzter Preis wäre. Und ich wollte halt von ihm wissen, was willst du mir denn geben? Und ich habe die Wörter einzeln mir übersetzt. Say you, what will you me give? Say you, what will you me give? Ja, ist ja logisch. Und was ich wirklich vermisse, ist die Zeit, bevor das alles so geworden ist, wie es jetzt ist, wo man abends einfach gesessen hat, bis man so müde war, dass man einfach schlafen wollte. Weißt du, wie oft wir bei dir auch anfangs noch in der ersten Firma 2012 gesessen haben? Wir haben alle am Boden im Sommer im Kreis gesessen. Nee, nicht 2012. 2012 habe ich ja die gegründet. Ach, du meinst in der alten Firma da? Ja. Ja, ja, da haben wir abends auch gesessen. Lange. Fabian, den Holländer, noch gemacht. Wie wir gelacht haben. Aber auch, wir haben aber auch abends früher schon in der, wann war das, 2009, 2010? Bei der Five-Star-Halle. Ja, bei der Five-Star-Halle. Da haben wir abends auch gesessen. Dann wurde ein Auto sonntags, kann sich daran erinnern, habe ich einen Supra gekauft für, ja, für 1500 Euro. Ja, Mann. Einen alten Supra, der und war schaltgetrieben. Und ich habe gesagt, ey. Die Aufgabe war, ihn kaputt zu bekommen. Genau. Und ich sage, kann man damit driften? Also gib mal her. Und boah. Und ich habe gedacht so, okay, deine 1500 Euro hast du heute direkt wieder versenkt an dem Sonntag. Du wolltest ihn kaputt machen und das Krasse ist wirklich, das war so ein... Nee, kaputt machen wollte ich ihn nicht. Ich hatte so ein Turbo-Kit. Ich dachte, ich hole so ein Turbo-Kit für so ein ganz billiges für 1000 Euro, wo alles drin war. Ladeluftkühler, Rohre, Turbo, alles. Düsen. Und das war natürlich albern, weil es hätte nie funktioniert. Nee, ohne Programmierung. Aber ein 7M GTE war das, war der Motor. Weiß ich ganz genau. Und zu der Zeit sind wir wirklich wie die Wilden über diesen Platz gedriftet, da wo der Kirmes... Dieser Kirmesplatz. Ja. Dann sind wir da bei diesem Kirmesplatz gedriftet. Damals ging sowas noch. Wir sind durch die Hallen hinter Five Star noch durch, immer zwischen den Pfosten. Da habe ich gesagt, wenn ich das jetzt mache, wäre das Ding auf jeden Fall klein. Und ich war immer begeistert. Und du hast mir versucht, das zu erklären. Spürst du das nicht, wie die Sperre jetzt arbeitet? Jetzt greift sie. Und ich habe es bis heute sage ich, begreife ich das Driften nicht hundertprozentig. Und also ich glaube, ich würde es versuchen, aber ich könnte es nicht. Das Video machen wir zum Beispiel auch demnächst auf dieser Strecke, um wirklich den Leuten in mehreren Videos genau diesen Moment, weil ich finde, Driften ist für mich so ein ehrlicher Genuss und es ist technisch das Beherrschen von diesem Gewichten und von der Leistung in diesem Grenzbereich erfüllt mich ehrlich, das merke ich immer mehr. Also Driften tut mir richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist auch, wenn du es kannst, wirklich eine gute Sache. Aber wo willst du es heutzutage probieren oder üben? Ne? Du hast ja überhaupt, du kannst nicht auf der Straße. Du bist da haben wir auch noch erstens drüber gequatscht. Ganz früher hat man sich einfach zum Querfahren auf dem Poco-Parkplatz getroffen. Das ist in der Dortmunder Innenstadt. Davon habe sogar ich noch Videos mit meinem Ford Taunus. Auf die Welt! Ich heute drauf, so. Ja, komm mal, Auswahl. Heutzutage würdest du dort exakt 30 Sekunden querfahren, ja, und dann würdest du dich mit Handschellen auf irgendeiner Rücksitzbank wiederfinden. Ja. Damals sind sogar Polizisten auf den Parkplatz draufgefahren, haben geguckt und sind weitergefahren. Ja. Ja, aber wie du schon sagst, früher war es halt lockerer. Ich kann mich daran erinnern, wo der erste GT40-Lader dann drauf war. Wie der auch dann programmiert war. Mhm. Ich kann mich an so viel erinnern, dass irgendein Honda-Fahrer mal zu dir in die Firma kam und uns, Schwerte und so. Uns rausgefordert hat. Nee, der war von weiter weg. Und hat gesagt, du fährst jetzt gegen meinen Honda Civic. Und früher, muss man leider so sagen, hat man auf der Straße dann wirklich gesagt, ja gut, wir fahren. Ja. Und ich habe gedacht, ich kriege die Packung meines Lebens. Und dieser Honda Civic war langsamer. Das war noch der GT35-Lader drauf. Früher war das halt... Ja, ob das aber so sowas muss ich... Also jetzt bald viele Junge das auch bestimmt gucken. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich froh, dass das nicht mehr existiert. Das war falsch, das war scheiße. Das sage ich wirklich ernst. Das war echt doof. Ich habe das nicht ganz so viel gemacht. Es gab ja so bestimmte Szenen, so, ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich habe jetzt nicht ganz so viel gemacht, ich bin so mehr für mich beschleunigt.
das war eine Sache, die scheiße war. Wir haben ja auch schon. Ich kann mich daran erinnern, du hast meinen ersten Lader mit den ersten Steinschläger umgewiesen, weil du. Nein, sag's nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, wir haben auch so die einigen Straßensachen hinter uns, wo wir aber beide sagen, also ich sag das ja heute auch ganz klar. Alter. Das ist nicht korrekt und ich würde es auch nicht wieder machen. Deswegen, nein. Also ich sag mal, früher hat man sich da keine Gedanken gemacht. Ich muss aber heute auch dazu sagen, was ganz klar ist, wenn ich heute mir so die Dortmunder Innenstadt angucke, ich habe letztens in der Innenstadt gestanden, und das meine ich wirklich ernst, wo ich gedacht habe, früher bist du auch über diesen Ostwall gerast. Ich nicht. Ich war mit dabei. Wall nicht. Aber also Wallzeiten war ich dabei. Aber mein Polo damals hatte 55 PS. Wenn du von der einen Ampel bis zur nächsten Ampel durchbeschleunigt hast, hast du 1, 2 und die 3 eingelegt und hattest vielleicht 75 drauf. Ja, ich weiß. Heute stehst du da ich höre die 63er AMGs, ich höre die 5-Zylinder RS3 oder TTRS. Und die kommen in die 4. Wie die in der 4 sind und schon mitten in der hohen Drehzahl. Und ich denke mir, Moment, das sind 160, 170. Ich weiß. Deswegen bin ich so auf dem Oldtimer drin. Ich finde das total geil, weil du fährst hierher, du hast es nicht das Verlangen, mit dem Auto zu rasen. Ich verstehe das. Ich bin einfach auf dem Autotrip für mich. Ich merke einfach mehr und mehr, dass es mir ganz stark darum geht, automobile Träume zu erfüllen, die ich früher hatte. Dieses Auto. Ja, welches? Der Golf 2. Weil der Golf 2, wie er da ist, ist, frech gesagt, für mich in meinem Kopf, ist das der Über-Golf 2. Allein, dass die originalen Endrohre in neu da rausgucken. Das GTI-Logo vom Paradise. Lackierung, Kotflügel, Felgen, Höhe, Innenausstattung, Zustand außen. Das ist das. Hättest du das Auto gehabt zu der Zeit, hätte ich das Auto gehabt neben dir, wo ich 18 war und du in deinem silbernen Golf, du wärst selbst aus dem Stau nicht mehr rausgekommen. Auf jeden Fall, wir wären angehalten und uns unterhalten. Sofort, wir wären sofort ins Gespräch gekommen. Das ist noch ein Geheimnis von früher. Jetzt habe ich halt immer sehr wenig Zeit. Marco und ich, wir haben uns gesehen und haben beide zum Beispiel gesagt, ey, ich habe keine Zeit. Ich habe eine Minute Zeit, ich muss weg. Anderthalb Stunden später sind wir dann auch gefahren. Das war so krass. Wir haben gesagt, keine Zeit. Aber trotzdem haben wir anderthalb Stunden gequatscht. Und es gibt noch eine Person, wo das noch schlimmer ist, das Flo. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich letztens aber auch hingefahren, abends, um nur zu quatschen. Die Zeit, ich sag's dir ganz ehrlich, wir wissen es beide, wie es im Moment ist. Man hat wenig Zeit, aber ich will. Gar keine Zeit. Genau, aber ich will mir diese Zeit manchmal nehmen, weil ich brauch das. Ja. Ich brauch diese Freunde, dass man sich unterhält und mal ein bisschen was anderes sieht. Ja, ich will auch 2019, habe ich ja auch schon gesagt, also 2019 steht unter dem Punkt, so dass ich wirklich mehr so leben will. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann sehen wir uns ja auch mal wieder öfter vielleicht. Das wäre sehr cool. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil... Wir sehen aber so, ich sehe keinen meiner Freunde mehr als dich. Echt? Keinen. Aber wir sind ja auch relativ nah beieinander, ne? Guck mal, wie oft ich einfach zu dir fahre. Das stimmt. Alle anderen Freunde, das mache ich mit keinem. Ich fahre ja wirklich Samstag, Sonntag, wenn ich da mal Zeit habe, fahre ich. Stimmt, du warst ja erst Samstagmittag. Nee, Samstagmittag warst du bei mir. Da waren wir auch 2 Stunden am Gequatschen. Genau. Das mache ich nur mit dir. Mit keinem anderen. Ja, wir sind ja auch Freunde von vornherein. Das haben wir ja gesagt. Wir haben uns ja eigentlich auch nicht aus den Augen verloren. Und wir teilen ja immer das gleiche Hobby und. Ja. Ich meine, das Hobby wandelt sich natürlich auch ein bisschen, ne? Das kommt ja wirklich dazu. Ja. Würdest du sagen, das wandelt sich? Eigentlich bleibt es doch immer gleich. Auto der Faktor Optik war damals nicht so wichtig wie heute. Damals, so in unserer Szene war da, oder auch allgemein, doch, das war nicht so wichtig mit der Optik. Wenn du Felgen hattest, war das okay. Aber dass das Fahrzeug in der perfekten Höhe zur Felge ist, das war damals nicht. Was es damals auf keinen Fall gab, auch wirklich auf gar keinen Fall, da bin ich mir sicher, diese Haterei. Nein. Das gab es überhaupt nicht. Null. Also wenn du damals der Meinung warst, du bist ATS Cup Felgen gefahren, die früher nicht so cool waren, heute würde ich die Dinger feiern. Früher waren die nicht so cool. Hast du die drauf gemacht? Okay, der hat Zwiebelringe drauf gehabt, also ATS Kapfeln. Aber da gab es keinen Shit, da gab es. Also, dann war das so. Und wenn ich der Meinung bin, ich wollte mein Audi so. Guck mal, erinnere dich mal an meinen ersten Ladeluftkühler. Das war ein Wasserkühler oder irgendein. Ja, ich weiß. Da wurde gesagt, der funktioniert nicht und dann war gut. Ne? Und heute, irgendwie keiner. Nee, das war so ein Blechteil. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt ein Ladeluft. Also, nicht mal aus dem 80er, der. Jetzt ist ja ein RS2 umgebaut drin. Das ist also schon immer noch. Meint der, der hinterm Grill war? Genau, der ist ja immer noch. Genau. Aber das war ja. Hab ich immer gesagt, der ist zu klein.
Ja, im Prinzip ist er ja auch zu klein. Aber es funktioniert und ich bin halt immer gesagt, ich probiere es trotzdem. Mhm. Aber heute wirst du ja auseinandergenommen. Da wird ins Auto geguckt und wird gesagt, das hast du verbaut oder wahrscheinlich bei euch mit dem Fahrwerk. Das Fahrwerk hast du verbaut mit dem Reifen. Du musst diese Zeit bestätigen können. Früher war das scheißegal. Ich habe noch eine Sache für dich. Jetzt da habe ich gestern drüber gesprochen, weil einer meiner Mitarbeiter ist ja der kleine Bruder, den kennen wir als Kind, von Jungs, die wir früher auch cool fanden. Kennst du noch das Auto von Tann und Limbu? Ja klar, den 2.9er VR6. In Rot mit CR7 und OMP-Anlage. Haben wir gestern noch drüber gequatscht. Das Auto, wenn der auf dem Wall, wenn der irgendwo auftauchte, dann machtest du so. Ach, das war früher viel schöner. Dann machst du so. Weil er war laut, er hatte sich krass an. Das war ein 2.9er VR6 damals. Ja, Mann. Nicht 2.8, das waren 2.9er. Und der Unterschied damals zwischen 174 PS und 190 PS, das war unbeschreiblich. Das war Sieg. Das war wie 2 Bar zu 3 Bar. War es auch. Das war also und heute? Was hast du, ein VR6? Turbo? Ein Sauger? Oh, die sind müde. Weißt ja, du, also Sauger ist wie gar nichts. Ja, genau. Ja, das. Ich sag ja, und wie du es schon gesagt hast, Song Golf 2, wie er da steht, ich finde, du hast ja wirklich viele neue Autos jetzt hier stehen und den Golf 2 kannst du nicht mal eben nachmachen, weißt du? Das, nee. Das ist das, was ich meine. Das ist für mich das, was Besondere gibt, so eine Young- und Oldtimer-Szene. Weil das ist erreichbar, dass so ein, ich sag mal, ich will es jetzt nicht so schlecht reden, sondern Fiesta bestellst du dir neu. Das Auto ist brutal gut. Ja, das haben wir ja drüber gesprochen. Das hast du mir ja schon erzählt. Du bist gefahren, ne? Den bin ich gefahren und ich muss. Na, da war sein erster Kommentar. Du bist eingestiegen, meintest auch so. Puh. Preis-Leistung meinem Auto. Nee. Das Ding ist schnell auf jeden Fall. Aber worauf ich hinaus will, ich gehe los, bestelle ihn und hab ihn. Ja, ja, klar. Wenn ich jetzt einen Golf 2 Fire and Ice haben will, in dem Zustand. Das ist eine schwierige Nummer. Den bestelle ich nicht. Nee. Deswegen finde ich mehr Style oder finde ich halt cooler die alten Sachen. Also ich persönlich. Aber GD86. Ja, das ist. Bau das mal. Das ist ein Überauto. Bau das mal. Ne? Aber das ist halt auch so eine Sache. Es ist Wissen ist gar nicht mehr wirklich vonnöten. Hast du genug Ego, genug Follower und deine Fresse ist groß genug im Internet, reicht es ja, wenn einer da schreibt, hier Felgen, Fahrwerk bei JP, sein GT86, lächerlich. Und der hat seine Lobby. Und die Leute feiern das dann, weil er das so sagt. Weil da gibt es genug, die keine Ahnung haben. Aber so ein Auto zu bauen. Hat ja nichts mit Felgen und Folie zu tun. Das natürlich komplette nicht. Auto ist komplett und ey, das Auto ist aber komplett. Aber denk doch mal zurück. Der Nissan 350Z umgebaut auf, wie heißt der, 2JZ-Motor? Mhm. Auf Supramotor. Wie lange das her ist, Digga? Ja, ja. Das ist zu der Zeit war das Raumfahrttechnik. Genau, da auch Freiburg mir übersteuert. Da weiß ich noch, kurz vor irgendeinem Event, nicht mal 2 Tage vorher, hast du mich angerufen und gesagt, ey Marco, mein Auto ist nicht abstimmend, ich brauche das auf der Achtelmeile. Ich weiß nicht, weißt du noch, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hast du mir das Ding hingestellt, sagst du, hier programmier das mal, dass das obenrum wenigstens läuft. Und ich musste alleine, weil er ja keine Zeit hatte, mich mit dem Laptop hinsetzen und dann mit dem Ding. Und ich denke so, boah, ich weiß nicht, was hat das damals gehabt? Auch deutlich über 600 PS das Auto, ne? Ja. Weit über 600 PS. Und dann programmiert das mal alleine, eine Heckschleuder. Und ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Er gab mir einen Schlüssel, dass er hier macht. Boah, es passierte erst gar nichts. Gar nichts. Auf einmal, Getriebe war viel zu lang. Das Saugergetriebe. Nee. 2JZ, R154 Getriebe, aber Saugerdifferential. Ja, ja, das war ultra lang. Und somit war erste Gang 110. Ich weiß, der dritte Gang ist über 200. Ja, das weiß ich 100%. Und ich weiß, wenn du in der 3 programmierst, also in einem relativ langen Gang, und du hast Gas gegeben und nichts passiert, dann auf einmal stellte oder wollte sich das Ding querstellen und ich hatte so die Buchse voll und das immer allein. Und dann habe ich sie hingestellt, ist ja hier, da sollte Vollgas auf jeden Fall irgendwie laufen. Davon habe ich noch ganz viele Videos. Ich habe auch noch viele Videos, wie wir dein, ich kann diese Japaner-Dinger, R34, R33, einen schwarzen, der war Kuhstand bei Retro Racing. Yo. Da war Nering noch richtig, richtig dick. Thank you.
402. Das war auch lange vor 2010, lange vor 2010. Ja, ja, zu der Zeit gab es bei mir R32, R33, R34, bin ich alles durchmarschiert. Genau, und dein... Der R33 bin ich am meisten gefahren. Würdest du dein 350Z zurückkaufen, wenn der dir angeboten werden würde? Der 200Z? Ja. Hm. Echt nicht? Nee, weil der GT86 ist die bessere Variante. Ist ja der gleiche Motor. Auf jeden Fall. Aber ich hätte gesagt, das ist so dazu zu einem Ursprung, dass du sagst, damit habe ich mal angefangen, weil das ist doch, ja, eigentlich kann man ja sagen, damit hast du ja dann, der stand ja in deiner ersten Halle. Ich hätte immer so, wenn ich meinen ersten Golf 2 den wieder kriege. Den Evo hatte ich davor. Den roten? Den du gekauft hast. Ja. Der hat uns beide Nerven gekostet, dein roter Evo. Ich habe damit das Allrad driften gelernt, das weiß ich noch. Ja. Du hast damit ganz schön viel Ärger gehabt. Ja. Und du wolltest ihn. Genug von dem Thema. Ja, aber ich weiß, du wolltest ihn dringendst loswerden. Du hast damals noch mal ein Audi TT Cabrio irgendwie in Zahlung. Oder gesagt, Marco, mir scheiße gab, du das Geld hast. Nimm bitte dieses Auto, ich will es nicht mehr fahren. Was ist direkt? Ich weiß nicht. Ich habe das. Ja, da gab es viel Ärger. Ja, früher war schon krass, also wirklich. Überleg mal, das sind jetzt schon. Also. Das sind. Ey, wenn du sagst. Guck mal, 98 war Golf 2 Zeit. Das sind 20 Jahre. Das sind 20 Jahre. Mhm. Und so richtig aktiv, also wirklich richtig aktiv sind wir auf jeden Fall seit 2005, 2006. Ja. Da sind wir so wirklich aktiv. Viel, viel. Ich sag ja früher, wie du schon sagst, so ganz zu Anfang von 2000, die Storys von 2007 oder 2008 bis 2012, wie wir abends in deiner Firma noch bei Five Star waren und über wen wir und über was und wie wir über die Storys geredet haben, in welchen Ausmaßen das nachher ging. Hallo! Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann mir das bei dem gar nicht vorstellen, dass der das genau so macht. Oh! Boah, haben wir gelacht. Ja, heute? Den gibt's auch noch. Ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Und warum? Um was ging's? Ja, das wollen wir jetzt nicht weiter ausholen, ne? Nein. Aber ich sag mal so, ich erinnere mich auch an einen Moment, da müssen wir auch jetzt hier fertig machen, weil ich muss nämlich jetzt gleich loslegen, weil die gucken da hinten gleich schon. Einer der lustigsten Momente war, wo ich in Las Vegas in der Badewanne lag und Herr Degenhardt kam rein. Damit beenden wir auch. Aber das war lustig. Und zu der Zeit warst du auch, dass immer wenn ich die Bilder sehe, ist für mich so krass, weil da warst du auf jeden Fall der dickste Marco. Ja, auf jeden Fall. Da hatte ich 143 Kilo. Das war in Las Vegas. Da war er der dickste Marco. Und für mich ist das so krass, dass er derselbe Mensch ist. Wie viel wiegst du jetzt? 93 Kilo. Überleg dir das. 50 Kilogramm. Zell Las Vegas. Er lag nackt in der Badewanne, genau. Und was er noch gesagt hat, wir hatten ein King-Size-Bett, nannte sich das damals, glaube ich. Ein Doppelzimmer in Vegas mit Sydney zusammen. Und das nächste, was er sagte, da kam WhatsApp übrigens raus. Zu der Zeit weiß ich, hatte ich gerade WhatsApp neu. Ich glaube, ich sogar noch nicht. Und ich hatte WhatsApp auf mein Handy und ich lag im Bett, habe mit Sydney in einem Bett geschlafen und Jean-Pierre kam aus der Badewanne. Und das, was er sagte, Marco, nicht nur, dass du Bescheid weißt, ich schlafe immer nackt. Das waren so die ersten Momente, wo ich gedacht habe, okay. Okay. Und er stand nackt vor mir. Mehr möchte ich jetzt auch nicht mehr sagen dazu. So. Also, ich denke, so beenden wir das. Ich muss jetzt den Tag hier anfangen. Wir haben hier gerade 9.55 Uhr. Ich sag schon mal Tschüss. Oh. Junge, welche Schwamm.